Okay, wir spielen Garfield Kart Furious Racing. Wir haben Rennklasse Lasagne, wir haben Rennklasse Pizza, wir haben Rennklasse Hamburger oder Sorbet. Wir machen einfach ganz klassisch mal Lasagne. Eine Dachkatze, Garfields... Bro, ich hab die Comics gelesen. Ich hatte mehrere Comicbücher und so daheim, okay? Ich kenne all diese Charaktere, ich kenne sie alle. Aber wer ist er? Ich habe noch nie was von Harry gehört. Was ist ein weirder Charakter? Wie sieht der auch aus? Der kam in einer 3D-Serie vor. Scheiß auf die fucking 3D-Serie. Scheiß auf die. Alter, ihr glaubt gar nicht, mit welcher Taste man Gas gibt. Ich habe so A gedrückt, ich habe so B gedrückt. Es ist R2. Also der Trigger, RT. Ja, ich habe die Show mir halt nicht gegeben, tatsächlich. Also, ich habe ein paar Spiele gezockt von Garfield früher und Comics gelesen. Ich hatte da so Comicbücher in Schwarz-Weiß. Aber mehr von Garfield habe ich nie mitbekommen. Die Show hat mich nicht gejuckt, um ehrlich zu sein. Die klassische Pyramiden-Map. Ich frage mich halt, ob... Okay, jetzt... Ach, scheiße, ich habe wieder vergessen, dass ich mit R2... Wer gibt denn mit R2? Welche Spieler gibt denn mit... Ach, wer macht denn das so? Soll es so ein bisschen sein wegen dem Gaspedal? Warte, ist das Gaspedal überhaupt rechts? Ich weiß gar nicht, ich habe kein Auto und auch keinen Führerschein. Wie viele Pedale hat man unten? 3 oder 2? Man hat auf jeden Fall einen Gas und ein Bremsen und irgendein drittes, oder? Glaube ich. Gaspedal ist rechts. Hast du Führerschein? Manuelle Schaltung? Hä, was labert ihr? Oh, die wollen mich gar verarschen. Gänge, Bruder? Alter, ich wusste nicht, dass alle hier aus dem Chat einen fucking Führerschein haben. Ich wusste nicht, dass ihr Vollprofis seid im Gebiet Autos. Mich interessieren mehr Freundschaften und sowas als Autos. Ich bin nicht so ein materieller Typ. Naja, da sind wir wohl mal nicht derselben Meinung. Ah ja, was ich mich vorhin gefragt habe. Wenn das Spiel hier ein bisschen an die Show angelehnt ist, gibt es dann alle Orte hier tatsächlich? Oder sind manche von denen auch nur so, ja okay, wir sind halt ein random Racing Game und wir müssen da jetzt einfach irgendwelche spannenden Orte haben, damit es halt ein bisschen abwechslungsreich ist? Also wisst ihr als große Garfield-Show-Fans, wie ich gerade mitbekommen habe vorhin, wisst ihr, ob es diese Pyramiden-Map und so auch gibt in Garfield in der Show? Gab's die mal? Kamen die mal vor? Kamen die dieser fetten Folge auch vor? Ich habe so eine 25 Jahre Moorhuhn-CD-ROM, wo so ultra viele Spiele drauf sind. Es wäre so crazy, es mal zu zocken. Aber ich habe kein CD-Laufwerk. Weil immer nur dieselben Spiele für viel zu teuer zu verkaufen, das ist Quatsch. Die verkaufen ja immer noch teilweise einzelne Moorhuhn-Spiele. Bro, also ich habe diese Collection für so 20 oder so bekommen oder für 15 oder so. Das ist fair. Aber es werden einzelne Moorhuhn-Spiele, so wie sie sind, immer noch verkauft für so PS5 und so und Switch und alles. Für über den hohen Preis und als Einzelspiele. Also Moorhuhn X zum Beispiel, was arschalt schon ist, das ist locker, was ist das, 2007 oder so. Es wird immer noch für fast, also nicht Vollpreis, aber ich glaube trotzdem für 30 Euro oder so verkauft. Was fucking unverschämt ist. Lasagne, komm. Nein, ich will keinen scheiß Kuchen. Mann, der Kuchen ist voll kacke. Die Kuchen sind richtig shit. Komm, jetzt so eine Lasagne, die wär's. Nein, wieso? Okay, da oben ist, da vorne ist auch eingeschlafen. Oh, nein! Das kann nicht wahr sein. Ich hätte ihn safe damit getroffen. Oh, nein. Oh, ich bin aber Zweiter. So, jetzt gehen wir von Anfang an Gas. Ich hab's letztes Mal verkackt. Also, ich bin jetzt in der Gesamtwertung bin ich Zweiter. Ich glaube, wenn ich diese Runde gewinne, also als erster Platz, dann könnte ich, glaube ich, insgesamt noch Erster werden. Ergibt das Sinn? Ich bin Erster! Was ist das passiert? Yo, chillig. Hey, WTF? Was ist passiert? Was war das? Okay, dafür konnte ich nichts. Ich weiß nicht, was das gerade war. Das schien nicht so, als sollte es so sein. An dem Punkt will das Spiel wirklich nicht, dass ich gewinne. Also, ach. Nein, ach. Was? Alter, komm schon. Ja, ich schaff's eh nicht mehr. Kack drauf. Nee, jetzt bin ich auch eingeschnappt. Ich bin auch eingeschnappt. Ich habe eh nicht und das will ich auch nicht. Das ist scheiße, aber ich will sie gar nicht gewinnen. Was bringt denn die Sprungfeder überhaupt? Die ist scheiße, die ist fucking useless. Was soll die bringen? Ach. Pui Deibel, ja, komm. Du sagst es. Boah, okay, ich hätte gar nicht Erster werden können, glaube ich. Weil der hat so übel viele Punkte, der Odi. Hm. Scheiße auf Odi. Ja, geil. Cool. Ja, wir beenden die Runde hier mal. Ich würde noch gerne ein Einzelrennen machen. Nee, warte, was heißt Werkstatt? Was kann man hier machen? Okay. Okay. Galerie? Bro. Was sieht nach einer krassen Map aus? Oh, die sieht hübsch aus hier, diese Leuchtturm-Map. Turbostart! Okay.
Seht zu, wie ich jetzt auf dieser 100, also wir haben vorhin 100 CCM gespielt und jetzt mache ich eine Einzelfahrt mit 150 CCM auf dieser geilen Leuchtmap, wo es so regnet und so sieht übel schick aus. Die Map sieht wirklich, legit sieht echt gut aus. Und ich habe tatsächlich vor, kein Item einzusammeln, scheinbar. Nee, ich versuche auf jeden Fall, ich hoffe, ich werde dieses 150 CCM Match gewinnen und für mich entscheiden. Ich wollte Garfield echt mal eine Chance geben, aber es gibt diese Daily Garfield Comics Seite, es erscheinen ja auch Daily Garfield Comics. Und es ist der Wahnsinn, wie shit Garfield ist. Es ist wirklich so selten lustig. Es gibt ein paar Highlights so, aber insane, wie unlustig Garfield ist. Ist das Absicht? Ist das so das Ding so, haha, Garfield ist lustig, weil es unlustig ist? Oder was? Ich check das nicht. Das ist wirklich nicht gut. Also ernsthaft jetzt. Vielleicht auch schwer, wenn man so über fucking 50 Jahre oder so einen Comic aufbereitet. Vielleicht wird es halt dann auch einfach irgendwann langweilig, weil ich glaube, Jim Davis macht halt alles immer noch alleine. Oder? I guess? Ich weiß nicht. Hat er mittlerweile Schreiberlinge? Vielleicht. Wenn ja, dann kann man was sie machen, aber die scheint fett zu verbocken. Aber ich könnte verstehen, dass bei ihm halt irgendwann die Luft raus ist. Ich hätte ehrlich gesagt auch gar keinen Bock, Garfield so lange zu machen. Ja, das war Garfield Card. Wir spielen es nicht weiter. Ich habe kein B mehr. Und dann ging es um heiße Angry Birds Charaktere. Moment mal. Also halten wir es kurz fest, okay? Also komm schon. Naja, wie auch immer. Nee, die meinte ich aber nicht. Keine Ahnung, ist auch egal. Oh, ich habe die gefunden. Aber ich glaube, wait, ist das überhaupt eine Frau? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Frau ist. Ich meinte die, aber ich weiß nicht. Ist das ein... Ja, ist auch egal. Ist auch nicht so wichtig. Cool, okay. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen über Angry Birds geredet. Bro, Angry Birds ist so fucking scheiße. Holy shit. Angry Birds ist so ein Shitfest. Das ist richtig witzig. Es kann nicht sein, dass ich früher als... dass ich früher so ein fucking Fan von der Scheiße war. Oh Mann, ey. Wirklich. Ich fand dieses Angry Birds Rio-Ding übel cool. Es gab so Angry Birds mit Rio. Das war sau gechillt irgendwie. Die eine ist heiß, aber keine Ahnung, woher die kommt. Wer ist denn er? Die gibt's doch nicht wirklich, oder? Trotzdem, hallo? Mademoiselle, okay. Chill halt! Oh mein Gott! Wie kann man so nicht... nein, also hör auf! An dem Punkt ist das für mich designed. Bro, je weiter ich runterscroll, desto schrecklicher wird es irgendwie. Oh, warte mal, gibt's so Angry Birds OCs? Junge, jetzt bin ich einfach ich. Hä? Yo, aber die sehen wirklich cool aus. Bro, die sehen echt aus. Sind die echt? Das sieht übercool aus, hä? Wieso sieht das so fucking cool aus? Junge. Und wer auf diesem Bild ist euer Crush? Also Angry Birds OC sind scheinbar... wie witzig. Schau mal, der hat so seinen OC so über diese anderen drauf geklatscht. Der sieht so unpassend aus, das ist unfassbar. Bro. Naja, gut. Lass mal was zocken, oder? Wieso gucken wir uns das nochmal an? Rabbit Hole. Bin ich leider ein bisschen reingerutscht gerade. Okay, spielen wir Spiele.